Ich heiße Sie heute hier recht herzlich willkommen im Namen der Agroplanta hier an diesem Maisschlag. Ein paar Gedanken zum Maisanbau. Was haben wir in den letzten Jahren gemacht? Wie müssen wir den Maisanbau umstellen? Können wir da Lösungen bieten? Mit einer Anbaufläche von mehr als 2,5 Millionen Hektar Mais ist der Maisanbau in Deutschland doch eine wesentliche Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion geworden. Im Mais greifen aber wie in kaum einer anderen Kultur sehr stark die Restriktionen, die uns vom Gesetzgeber auferlegt worden sind. Zum einen die Auflagen für Pflanzenschutzmittel, das soll uns heute nicht berühren. Uns geht es darum, die Restriktionen bezüglich unserer Düngerstrategien. Rote und gelbe Gebiete weiten sich ständig aus. Rote Gebiete für jeden Jahr ein gängiges Thema, Thema Stickstoff. Aber die gelben Gebiete werden auch in Zukunft deutlich zunehmen, nämlich die Gebiete mit Phosphorüberversorgung im Boden. Wie kann man nun sich dieser Situation stellen? Wir von Agroplanta haben sehr früh angefangen, uns schon mit diesem Thema zu beschäftigen, durch Einsatz unseres Pflanzenbiostimulants Nutrifine Magnum S in dem Nachauflaufverfahren, was vielen von Ihnen bekannt sein sollte, haben wir schon geschafft, die Leistung von Mais bezüglich seiner Wurzelentwicklung und des Aufschlusses von Nährstoffen zu verbessern. Der zweite Schritt war dann konsequent die Umsetzung einer Saatgutbehandlung mit Custosem M, welche sich in vielen Regionen in Deutschland schon etabliert hat. Hier nutzen wir unser Premium All-in-One-Additiv Cantor in Kombination mit Nutrify, um dieses Saatgut zu primen, um auch da eine bessere Jugendentwicklung zu machen. Nun ging es darum, uns die Sache weiterzuentwickeln und ein neues Produkt kommt auf den Markt. Nach intensiver Forschung und vielen Versuchen können wir heute im Mais deutlich sagen, dass wir mit unserem neuen Produkt Trillus, einem neuartigen Bodenadditiv, wirklich einen Beitrag leisten können. Was ist nun Trillus? Trillus ist die clevere Kombination von einem Bodenpilz und einem Bakterium. Wir haben hier einen Bodenpilz der Trichoderma-Serie, Trichoderma hartianum und Pseudonomas als Transportbakterium. Dieses Team im Boden arbeitet folgendermaßen. Der Pilz schließt festgelegte Nährstoffe, vor allen Dingen Phosphate, sehr schön auf und macht sie Pflanzen verfügbar. Und der Trick ist, dass diese Pseudonomas-Bakterien, dieser spezielle Stamm, den Transport der Nährstoffe zur Pflanze übernimmt, dann in die Pflanze eindringt, in der Pflanze die Nährstoffe freigibt und gleichzeitig durch seine Präsenz die Ausschüttung von Ethylen beeinflusst in der Pflanze, wodurch dann die verstärkte Wurzelhaarbildung der Wurzeln geschieht. Dieses konnte sehr schön vor 3-4 Jahren schon in Amerika von John White belegt werden mit spezieller Forschung und Sichtbarmachung dieses Vorganges, wie das in der Pflanze formuliert. Also auch dieses Verfahren wissenschaftlich deutlich hinterlegt. Wie wird nun Trillus angewandt? Da es sich bei Trillus um lebende Organismen handelt, Bakterien und Bodenpilze, sind diese natürlich sehr UV-empfindlich. Wenn man diese Applikation macht, machen wir diese Applikation direkt in den Boden oder mit unmittelbarer Einarbeitung. Dies kann auf mehrere Wege geschehen. Im Maisanbau immer mehr zunehmend die Nutzung von betriebseigenen Düngemitteln, sprich Gülle oder Gärsubstrate. Hier haben wir es getestet und belegt, dass wir auch hier in die Gülle eingemischt werden können. Eingezogen zusammen zum Beispiel mit Piadin, was häufig sinnvoll eingesetzt wird. Die Kombination ist auch sehr gut wirksam, auch verträglich. Hier kann man dann gezielt steuern pro Fass, was ich einziehen muss. Dann wird die Gülle ausgebracht und zusammen mit dem Trillus direkt in den Boden eingearbeitet. Hier startet dann direkt Trillus mit dem Aufschluss der Gülle. Denn Gülle wird in Zukunft monetär deutlich besser bewertet werden. Und wenn wir da schaffen, die in der Düngebilanz schon belegten oder notierten Düngewerte auch möglichst zu erreichen in den Bereich der Pflanzenverfügbarkeit, dann haben wir einen großen Schritt gewonnen. Die nächste Möglichkeit, Trillus zu applizieren, ist natürlich breitflächig vor der Saat und dann mit unmittelbarer Einarbeitung mit der Pflanzenschutzspritze ausbringen. Hier reichen 200 Liter Wasser pro Hektar und eine Einarbeitung innerhalb der ersten 3 Stunden. Fortschrittliche Sämaschinen wie Clayton, Querneland haben schon
die Vorrichtung an den Sämaschinen, um bei der Ablage eine Saatbandapplikation, wir gehen hier in unserem Hause von On-Seed Priming aus, hier kann man diese Lösung gezielt auch auf das Saatband applizieren und diese Ergebnisse nachher für sich realisieren können, was nämlich bessere Jugendentwicklung, bessere Pflanzenentwicklung und vor allen Dingen höhere Erträge hat. Bei der Nutzung von Trillus im Boden passiert nämlich eine gezielte Steuerung des Bodenbioms. Bodenbiom ist der direkte Raum rund um die Wurzeln bzw. die Wurzelhaare. Hier haben wir eine hohe Konzentration jetzt von positiven Bodenlebewesen, die natürlich in Konkurrenz mit anderen stehen und hier Nahrungsgrundlage und Lebensraum entfernen. So ist die ganze Pflanze vitaler, weil sie vor Aggressoren ein bisschen besser geschützt wird durch internen Wettbewerb der Bodenlebewesen. Wir haben in diesem Jahr im Mais schon hervorragende Ergebnisse erzielt, wobei wir heute sagen können, dass wir zwischen 20 und 25 Gramm mehr Kolbengewicht alleine durch die Nutzung von Trillus in den Beständen leisten können. Eine sehr spannende Technik und ich sage gerne, Trillus bringt mehr Ertrag und mehr, nämlich die deutliche Präsenz von stärkerem Bodenleben führt zu einer besseren Verbauung, Lehmverbauung des Bodens, der Bodenaggregate, Bodenkolloide und wir dadurch eine deutlich bessere Bodenqualität nachhaltig produzieren können. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen neugierig gemacht auf unser neues Produkt Trillus. Unter www.trillus.de finden Sie jede Menge Informationen dazu. Ich habe mich gefreut, dass Sie den Beitrag sich angeschaut haben. Viele liebe Grüße vom Niederrhein, Friedrich Böker von Agroplanta.